Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Ach, wie schön sich doch gerade die Schranke schließt, während hier der neue IC durchfährt. Ja, der weiß wohin, der fährt zurück nach München. Nehme ich mal an. Ich guck mal. Doch. Wo soll er auch sonst hin? Ist ja die Strecke München-Oberböser. So, das hätten wir also gemacht. München hat ein ICE, Oberböse hat ein ICE. Jetzt würde ich sagen, wir gehen noch mal kurz zurück nach Köln, denn es gab da eine gute Idee. Nämlich, dass wir hier bei dieser Kreuzung noch ein IKEA hinstellen. Das finde ich eigentlich eine relativ nette Idee. Zumal es gibt noch einen neuen Güterbahnhof. Endlich, muss ich sagen. Endlich mal noch mal eine Abwechslung zu den anderen Güterbahnhöfen, die wir haben. Und jetzt könnte man doch eigentlich Folgendes machen. Das ist dann zwar eine reine Fake-Linie, weil hier wohnt ja keiner. Also die brauchen keine Güter in dem Sinn. Aber wir können hier ein IKEA hinstellen, sogar ein Gleis vielleicht noch dazu machen und irgendwie nach hier hinten düsen, meinetwegen, und hier beim Bauernhof, hier. Dass wir hier nochmal hier oben einen Bahnhof hinstellen. Wenn der Zug dann tatsächlich hier was mitnimmt, mein Gott, das wird hier unten nicht schaden, da haben wir genug Sachen wahrscheinlich. Wir können ja mal schnell gucken, bevor ich hier irgendwie was erzähle, was dann nicht stimmt. Ja, 100 Viecher, 107 mal Getreide. Das reicht also. Ich glaube auch nicht, dass die was bekommen, weil hier hinten ist ja dann kein Abnehmer in dem Sinne. Gut, dann lasst uns doch gleich mal beginnen. Und zwar mit Kollege IKEA. Jetzt muss ich schnell gucken. Der war hier. Da ist er ja schon. IKEA als Ladestation und Landmark. Okay, Ladestation, damit etwas LKW-Verkehr dazukommt. Sehr gerne. Ich würde mal sagen, hier. Vielleicht sogar nicht direkt an die Straße ran, sondern dass wir das so machen. Aber wir wollen ja noch ein Gleis haben. Dann müssen wir noch ein bisschen weg. Oder wisst ihr was, wir machen es ganz einfach. Wir machen zuerst das Gleis. Dann können wir nämlich den Zug daneben stellen. Und jetzt machen wir mal ohne Oberleitung, damit wir einen Diesel nehmen können. Und hier hinten hätte ich gerne eine Spitzkehre. Dann können wir hier den Zug nämlich trotzdem reinfahren lassen. Jetzt muss ich aber überlegen, muss man die Spitzkehre zuerst bauen oder kann man die zuerst bauen? Das wäre die Frage. Und die andere Frage ist, einmal mehr, wo haben wir die Spitzkehren? Die sind... glaube ich, hier, Moment, ich hab's gleich, kleiner Bahnhof, da, Spitzkehre, guck mal, doch, die kann man tatsächlich so hinstellen. Jetzt in welche Richtung, ist, denke ich, egal, wir machen mal ein Gleis, das reicht. Das muss einfach, wie soll ich sagen, dass das wirklich aussieht, als würde hier einfach ein Güterzug anhalten, das wäre die Idee. So, nochmal das Gleis, wir gehen hier mal raus, oder wir können ja sogar vielleicht eine Kurve, damit wir ein bisschen näher ans Haus rankommen. Oder wir stellen hier halt nochmal ein paar Häuser hin, damit die ein bisschen dichter am Gleis dran sind und bemalen das. Das werden wir uns ansehen. Also erst machen wir jetzt mal das Gleis hier raus. Ich denke, das wäre soweit okay. Dann können wir jetzt nämlich Kollege IKEA an die Angel nehmen. So, nochmal gucken. Jetzt hier auf der Seite möglichst nah ans Gleis ran. Und sonst relativ gerne weit weg von der Straße, damit wir da eben eine normale Straße hinhängen. Das müsste doch so ungefähr passen. Bau das mal. So, mal schauen. Ja, passt doch perfekt hier hin. Und da hinten das Gleis, das sieht dann relativ cool aus, wenn dann ein Zug daherkommt. So, das nehmen wir weg. Wir brauchen eine Straße. Eine, die hier hinpasst, mit der wir den IKEA sozusagen anschließen können. Ja, ist ein bisschen zu dünn. Sieht zwar cool aus, ist mir aber tatsächlich zu dünn. Das hier sind die Standardstraßen. Ja, warum nicht so eine? Kommen wir da rein? Jawohl, wunderbar. Gut, und damit wir es jetzt nicht vergessen, werden wir jetzt hier das gleich mal, würde ich sagen, bemalen. Wo war... ihr ahnt es. Wo war das Bemalen? Ich habe es doch rausgefunden. Und dann... ja, und dann ist gut. Und jetzt habe ich es wieder vergessen. Weil ich wieder noch andere Sachen zwischendurch natürlich aufgenommen habe. Irgendwo waren sie. Beim Fragezeichen oder beim Ausrufezeichen? Oder beim Herzchen? Nein, beim Herzchen sind diese vielen Gebäude. Aber wisst ihr was? Dann machen wir doch gleich mal noch... ja, Stadion haben wir ja auch noch. Das kommt auch noch irgendwo hin. Nach Hütteldorf nämlich. Das ist auch eine Idee aus der Community. Danke dafür. Was passt hier hin, was irgendwie nicht allzu groß ist? Das Weiße Haus. Sollen wir hier das Weiße Haus hinstellen? Man kann es natürlich sagen, nee, das passt nicht. Ja, aber Leute, wo passt's? Wir haben kein Washington DC hier. Ich würde sagen, wir machen mal das Weiße Haus hier hin. Nee, irgendwie ist es Käse. Gefällt mir doch nicht. Lasst uns irgendwas anderes hinstellen. Aber ich wollte eigentlich die Bemalung finden. Auf der war ich eigentlich, auf der Suche nach denen war ich eigentlich, oder nach der. Wenn man es nicht sucht, findet man es, das ist ganz klar. Verkehrsschilder, Fragezeichen, hier haben wir das Herzchen. Haben wir denn hier nicht die normalen Häuser auch noch? Ja, Burg und Co. haben wir hier, das kann ich in dem Sinn nicht gebrauchen. Sendetürme, Waldbühne, heiliges bisschen. Es ist schon, also,
Die Mod, das ist gewaltig. Oder wisst ihr was? Wir setzen hier ein paar Container hin. Das ist doch eigentlich auch in Ordnung. Machen wir mal so. Jetzt muss ich aber gucken. Funktioniert das? Oder was macht das Spiel da? Ist da runter nichts? Moment, random Container. Machen wir mal den. Und gucken mal, was dabei gebaut wird. Aha, okay, das war definitiv nicht, was ich wollte. Ach, das war die Höhe. Okay, alles klar, das sind die einzelnen. Die einzelnen Container, die wir haben. Ich dachte, das sei die Mod mit den Stapelbaren. Okay, da müssen wir schon eher die Erdhöhe machen. Dann können wir hier nämlich uns im Prinzip sparen, dass wir hier noch Gebäude hinstellen. Ich würde sagen, dann müsste das reichen. Jetzt ziehen wir hier noch einen Zaun. Einfach damit hier auch noch ein bisschen was ist. So, da muss man noch relativ gut zielen. Okay, und dann passt es hier sogar mit einem kleinen Durchlass. Ist doch auch nett. Und jetzt haben wir diesen Bereich nämlich auch. So, jetzt aber nochmal kurz zurück zum eigentlichen Thema. Das war das Bemalwerkzeug. Wie kann man denn die ganze Zeit vergessen, wo das war? Ich weiß es auch nicht. Eben, wenn man halt ja immer wieder andere Sachen zwischendurch aufnimmt. Die haben dann ja immer wieder andere Knöpfe. Sprich, ja, dass man halt mit F dies macht. Beim nächsten Spiel macht man mit F das. Und schon hat man ein Durcheinander. Ich muss mir echt merken, wo das war. Irgendwie, das kann doch nicht so schwer sein. Hier ist es auch nicht, beim Bäumen auch nicht. Und hier unten auch nicht. War das hier? Nein, das war doch nicht hier. Kann mir doch keiner erzählen, dass das hier war, das Bemalwerkzeug. Ach, aber guck mal, jetzt habe ich dafür die Containerstapel gefunden. So, machen wir mal hier nochmal ein paar welche. Wie viele Container? Machen wir mal so eine Ladung. Und stellen die mal, ja, warum nicht hier hin? Weil es ist ja doch der IKEA. Also sprich, das macht, denke ich, schon Sinn, dass hier noch ein paar so Teile stehen. Weil bemalen können wir natürlich auch in die Container draufstehen. Das ist ja dann auch kein Ding. So, mal kurz drehen. Dann kommen hier noch zwei hin. Und hier oben lassen wir es. Hier können wir auch noch ein paar Bäumchen hinstellen. Das machen wir dann, wenn ich die Bäumchen finde, weil jetzt brauche ich echt dieses Mahlzeug. Ja, ich finde es nicht. Moment. Fragezeichen. Ne, das ist das hier. Wir sind sowieso wahrscheinlich beim falschen Reiter, weil der hier eigentlich zuständig wäre. Warum finde ich euch denn nicht? Irgendwo hatten wir das doch. Ich werde es mal so machen, dann finden wir es. Jetzt haben wir hier aber gerade Bäumchen. Moment, dann machen wir das mit den Bäumchen. So, in Ordnung. Hier gerne auch noch das eine oder andere Bäumchen. Wobei, ja, im Prinzip könnten wir dann das Ganze vergessen, von wegen, dass wir es hier anmalen. Denn wenn wir hier natürlich Bäume haben, dann ist das ja irgendwie schon angemalt. Und ich verspreche euch, ich werde nachher im Off, wenn ich nicht aufnehme, nochmal gucken, wo dieses Malwerkzeug ist. Und dann werde ich mir das merken. Weil wenn man zuguckt, das ist wahrscheinlich relativ nervig, wenn man weiß, wo das ist. Und der Heise guckt immer überall anders. Das kann ich mir wirklich leibhaft vorstellen. Gut, dann lassen wir es so. Weil das sieht man in dem Sinn nicht mehr, dass das hier grün ist. Weil zum Glück, wenn man die Bäume setzt, ja darunter der Grund sowieso auch anders gemacht wird. Also, dann hätten wir das. Was jetzt hier noch fehlt, das sind natürlich LKWs, die hier hinfahren. Das können wir machen. Ich würde aber zuerst gerne die Eisenbahn haben, damit wir hier den neuen Bahnhof eben noch sehen. Und da machen wir kein großes Ding draus. Ich würde mal sagen, das müsste so eigentlich bereits funktionieren. Und dann machen wir hier eine Ausweichstrecke. Aha, hier klappt es nicht mehr mit unten durchkommen. Dann gehen wir hier ein bisschen weg. Mal so. Und dann reicht es genau nicht. Muss ich nochmal kappen. Das ging fast zu einfach. So, wir machen eine Ausweichstrecke und die könnten wir eigentlich sogar hier dann starten, hier unter der Brücke. So, dass wir hier so lang kommen. Genau. Werden wir aber nachher gucken. Jetzt machen wir erstmal die Strecke fertig. Aha, hier klappt es auch nicht. Ist da allen Ernstes nochmal ein Pfeiler im Weg? Ja, da ist nochmal ein Pfeiler im Weg. Nein, das geht nicht. Okay, dann müssen wir das so machen, dass wir hier durchkommen. Mal gucken, wo. Wir müssen noch ein bisschen rüber. Und dann funktioniert es sogar halbwegs parallel. Und gehen dann hier einfach wieder zurück. Okay, dann ist das eine richtig schöne Güterstrecke. Nämlich eine relativ krumme. Wo ist denn jetzt die Stelle, wo der Bahnhof hin muss? Im Prinzip hier, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück. Folgen wieder. Dann wäre hier das Portal. Da ist die Frage, wie sieht das aus? Wenn das ein bisschen versetzt ist, das sieht doch relativ nett aus. Machen wir gleich mal. So, wie gesagt, die Gegenstrecke, das zweite Gleis machen wir nachher. Wenn man aber eben nicht ein durchgehendes zweites Gleis, sondern einfach eine Ausweichstrecke, wie geplant.
So, das war hier so. Ja, irgendwie. Wisst ihr was? Ich mache zuerst den Bahnhof hin. Dann weiß ich, wo ich mit den Gleisen hin muss. Das ist, glaube ich, definitiv besser. Wo ist der neue Güterbahnhof? Hier ist er doch schon. Güterumschlagplatz. Oberleitung, nein. Number of Tracks. Wir machen mal 2, damit auch ein bisschen nach was aussieht. Und man sieht schon, der sieht eigentlich relativ cool aus, finde ich. Da haben wir die Gleise links. Und rechts haben wir die Straße. Da kann man noch einen Straßenbahnanschluss machen. Bushaltestelle etc. Zweiter Straßenanschluss. Das wäre dann so. Ja, hat dann eine gewisse Ausdehnung. Würde ich mal lassen. Wir können aber noch Gebäude, Standort rechts, links. Ja, von was rechts, links? Eigentlich sind wir schon links. Wir sind links. Ne, wir sind rechts von diesem Bauernhof. Was passiert denn, wenn ich hier wechsle? Rechts? Aha, dann werden die Gleise verschoben. Okay, gefällt mir so eigentlich besser. Das ist dann mit beiden Gebäuden. Okay, Bahnübergang, ja, nein. Oh, Bahnübergang. Wie denn? So sieht das normal aus. Wie sieht das aus, wenn ich hier auf Bahnübergang klicke? Aha, wo ist denn hier jetzt der Bahnübergang? Das entzieht sich mir jetzt gerade, dass ich das sehe. Also hier bei der Straße ist keiner. Naja, vielleicht kann man nachträglich dann einen einbauen. Und hier hätten wir eben noch Straßenbahngleis. Ich würde mal sagen, das Teil nehmen wir mal so. Jetzt mal drehen. So, das wäre dann plus minus so. Ein bisschen schöner drehen. Passt du besser hier hin oder besser hier oben? Sieht eigentlich fast besser aus, wenn das Ganze ein bisschen versetzt ist. Dann gehen da die Gleise raus. Man könnte sogar so machen. Das ist eigentlich noch cooler, denke ich. Okay, zack, gekauft. Und ja, cool. Freut mich, dass wir tatsächlich nochmal einen neuen Güterbahnhof haben. Komme ich hier raus? Jo, komme ich. Machen wir mal möglichst gerade. Und dann machen wir hier die Kurve. Kommen hier ins Gleis rein und da vorne wird das angeschlossen. Das ist alles kein großes Manöver. Hoffe ich mal. Ja, funktioniert. Okay, das hätten wir. Und jetzt machen wir hier im Prinzip einfach das Ganze so. Gerne. Dann machen wir bis hier hin. Oder bis hier hin. Zweites Gleis. Und eine Weiche. So, passt auch. Jetzt brauche ich noch das Ausweichgleis. Das habe ich gesagt, machen wir hier bei der Brücke oder unter der Brücke. Ist das weit genug weg? Ja, man kommt hier raus. Dann denke ich, kann man hier eigentlich die Weiche machen, wenn es geht. Es geht. So, Düsen hier nach vorne. Hier unten durch. Da ist schon wieder ein ICE unterwegs. Schön, wenn man so bauen kann. Und die Züge bewegen sich eben doch. Dank der Performance. Dank dem Performance-Patch. Das ist ja keine Mod. Ich wollte gerade sagen, dank der Performance-Mod. Die keine Mod ist. Hier rein, da lang. Ja, ist dann doch noch ein gewisses Stückchen, das wir eingleisig haben. Vielleicht hier nochmal kurz eine Ausweichstrecke. Dann haben wir hier nochmal ein paar zusätzliche Gleise. Das schadet auch nie. Ich mag das, wenn man viele Gleise hat. Das ist ganz klar. So, nehmen wir mal. Dann hier rein. So, und dann passt das. Dann denke ich, könnten wir schon zum Thema Signale kommen. Warum nicht wieder mal diese Oldschool-Teile nehmen? Weil das ist eine alte Strecke. Das ist ganz klar. So, einmal dich hier hin. Dann gucken wir hier mal nochmal. Da könnte man eigentlich 2 Ausfahrtssignale machen. Müsste man nicht. Kann man aber, deswegen machen wir es. Jetzt haben wir hier ein Signal. Das heißt, wir brauchen ein Gegensignal. Jetzt weiß ich nicht, wie lang der Güterzug ist. Ah, wobei, wenn wir hier natürlich sowieso wieder eingleisig werden, dann können wir hier das Ganze nur so machen. Okay, hier ist wieder eingleisig. Nach hier vorne. Das heißt, zack, hier ein Signal. Und das ist dann doch ein gewisses Stück. Da würde ich glatt mal noch hier ungefähr plus minus in der Mitte einen Block hinsetzen. Und hier ist das Ganze dann wieder fertig. Moment. Zack, hier hin. Und ein Gegensignal in dem Sinn brauchen wir nicht. Das haben wir dann da vorne. Vielleicht mal die Signale noch einblenden, damit man sich das eben auch ein bisschen besser vorstellen kann. Ja, das ist dann so. Das müsste auch funktionieren. Dann haben wir hier den Eingang. Ja, machen wir gleich hier mit dem Bahnhof. Das ist klar. Da ist der Bahnhof. Da brauchen wir keine Signale mehr. Wir haben ja hier vorne welche. Gut, dann lasst uns das mal hier noch ans Straßennetz ranhängen. Wo müssen wir das? Mit der Straße nehme ich mal an. Haben wir hier irgendwo eine Straße? Hier unten haben wir die Autobahn. Ja, wir haben hier... Doch, hier ist eine Straße. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier weit und breit keine Straße. Doch, doch, haben wir. Und machen wir auch gleich. Irgendwie was, was ein bisschen ländlich aussieht. Moment, wie siehst du aus? Du bist mir fast ein bisschen zu breit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich gehe die mal kurz durch. Ja, wir schauen bei den schmaleren Straßen. Ich glaube, das macht
irgendwie mehr Sinn, weil hier im ländlichen Bereich brauchen wir nicht so eine Riesenstraße in dem Sinn. Ne, die ist mir zu hell. Die gefällt mir eigentlich relativ gut hier. Mal gucken, kommen wir hier rüber? Nein. Können wir so machen. Da kommen wir tatsächlich hier nicht rein. Okay, ich möchte jetzt aber nicht das Gleis kappen, denn das ist ja genau das Coole, dass dieses Gleis eben genau der Straße hier folgt. Wie kriegen wir das sonst hin? Ja, im Prinzip hier unten. Da müssen wir hier rüber. Na, das können wir natürlich auch. Machen wir das folgendermaßen. Moment, ich gehe mal ein bisschen runter. Ich möchte hier möglichst gerade rein. Falls irgendwie machbar. Und bitte nicht abstürzen, Spiel. Ich weiß, du magst das nicht, wenn ich hier rumbastel. Sonst gehen wir halt hier raus. Das ist ja auch egal. Okay. So, noch schwungvollen Kurve hier runter. Und schwungvoll hier rüber. Mal schauen, ob es klappt. Ja, klappt. Und dann gerne wieder schwungvoll zurück, damit wir hier dem Gleis noch ein bisschen folgen können. Ja, ich glaube, ich mache zuerst das Gleis. So, gut. Da rein. Und hier gerne anschließen. Aha, war auch nicht möglich. Kriegen wir die Straße da nicht rein? Oder kann man die Straße nicht anschließen? Nee, das kann ja nicht sein. Irgendwo müssen wir die Straße anschließen können. Offensichtlich geht die Straße nicht. Okay, ich baue das mal. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier eine Straße finden, die funktioniert. Also ich nehme mal an, hier die Vanillastraße. Ja, die funktioniert. Das sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus. Kriegen wir das noch anders hin? Moment. Aha, ist relativ anspruchsvoll hier, das Teil, was die Straße angeht. Damit wird es gehen. Okay, dann machen wir das halt da rein. Aber das sieht schon eher komisch aus. Wir hängen das mal, ich würde sagen, hier ein bisschen davor und gucken jetzt, ob wir mit der wieder reinkommen. Jetzt müsste ich die aber wieder finden. Das war die hier. Ja, geht auch nicht. Schade. Die vertragen sich hier nicht. Das ist noch interessant. Moment. Schnapp. Nee, das funktioniert auch nicht. Die dünnere. Die hier bräuchte ich. Also abgesehen davon, dass das eh nicht funktioniert, sieht es einfach komisch aus. Ich glaube, ich kappe das hier nochmal. So, das wäre weg. Und dann können wir hier nämlich das Ganze so machen, dass es fast schon ein bisschen aussieht wie so ein Platz davor. Also wollen wir nochmal gucken, ob das geht. Ja, das würde gehen. Und dann kommen wir hier auch rein. Nee, geht nicht. Wenn wir hier ein bisschen schwungvoll das Ganze gestalten. Gefällt mir nicht. Moment, geht so. Dass wir hier eine Kreuzung machen? Im Prinzip auch nicht. Gleich stürzt es ab, weil ich weiß, das Spiel hasst das wie die Pest, wenn man hier so rumbastelt. Aha, so geht's. Wisst ihr was? Zack, das machen wir. Ziehen wir das hier nochmal ein bisschen näher ran. Dann haben wir hier im Prinzip auch nochmal so ein bisschen was wie so ein LKW-Teil. Jetzt muss ich eh gucken, wo kriegt man denn hier die LKWs hin? Wenn man hier mal die Linie und hier oben guckt, wo ist hier sozusagen die Beschriftung des Ganzen? Da. Ah, da sieht man. LKW-Ladeport haben wir hier auch. Und eben, wenn man Tramschienen macht, dann kann man hier auch eine Straßenbahn langfahren lassen. Sehr cool. Gut. Moment, die könnte ich eigentlich wieder wegnehmen, weil die brauchen wir im Moment nicht. Gut. Zug. Linie. Signale haben wir. Also, einmal Zug. Beziehungsweise einmal neue Linie. Von hier. Hier runter. Und hier in die Spitzkehre rein. Zack. Sehr schön. Linie wird gleich eingezeichnet. Und das ist dann im Prinzip unsere IKEA-Linie, würde ich mal sagen. Also IKEA-Zuglinie. IKEA Köln. Güterzug. Ja, machen wir. Zack, gebongt, gekauft. Wunderbar, jetzt bräuchten wir noch ein Depot. Und das trifft sich gut, weil hier haben wir noch Platz. Ich würde das Depot tatsächlich nicht da vorne hinstellen. Würde hier zwar auch relativ nett aussehen. Wir haben hier auch noch Platz. Würde auch gehen, aber nö, lasst uns das Depot hier hinten hinstellen. Wobei, nein, wisst ihr was? Oder doch? Nein, ja, das ist Louis de Fühne. ich dachte gerade, es wäre wahrscheinlich fast schöner, man würde mit dem Zug in die Richtung fahren, damit wir von hier aus das Ganze sehen. Und wenn wir dann hier unten in den Bahnhof reindüsen, dass wir das eben auch sehen. Von daher machen wir das Depot hier hinten. Okay, ich habe mich sozusagen selber überredet. Wir bräuchten ein Depot. Irgendwas, was ein bisschen nach was aussieht. Warum nicht sogar so ein Teil hier dazwischen? Dann haben wir hier nämlich auch nochmal ein Gebäude. Vielleicht ein bisschen zurück, damit wir je nachdem da die Kurve noch hinkriegen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, das könnte eng werden, dass wir hier noch ein Gleis lang ziehen können. Ja, da ist tatsächlich Krümmung zu groß, Krümmung zu groß. In die Richtung wird es gehen.
da. Bis dahin wird's gehen. Bringt das was? Nein. Ist das immer ganz einfach? Nehmen dieses Gleis. Das geht hier runter. Und da, wo es dann funktioniert, geht das hier in dieses Gleis rein. Jetzt kommt da gerade eine Weiche. Dann müssen wir das Ganze so machen. Das klappt sogar. Zack. Gebonkt. Wunderbar. Ich würde irgendwie halt doch gerne da noch rein. Aber man sieht schon, das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Schade, dass man das nicht so machen kann, dass man das Teil jetzt weg hat. Oder wir machen halt die Straße nochmal kurz. Sollen wir die Straße nochmal kurz machen? Ich denke, es lohnt sich schon. Dann sieht es wenigstens relativ cool aus, das Ganze. Weil die Straße müssen wir relativ schnell wieder verbinden können. Okay. Straße, Straße, Straße. Jetzt muss ich allen Ernstes die nochmal kurz suchen. Warst du das? Jawohl, du warst das. Dann gibt es hier so eine Kurve. So, und da rein. Und dann haben wir es jetzt nämlich hier so. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Sehr schön. Zug. Halt, Zug. Zug, das ist ein Alarmsignal für mich. Das heißt, wir müssen den Test hier überschreiben. Machen wir sehr gerne. Und eben, jetzt nehmen wir irgendwie einen Diesel. Wir nehmen aber zwei Züge. Zwei Züge nehmen wir. Genau, weil wir haben ein Ausweichgleis. Dann können wir das eben auch machen. Und jetzt nehmen wir hier eine Diesellokomotive. Irgendwas, was nett aussieht. Und was wir nicht schon tausendmal haben. Zum Beispiel die hier. Haben wir wahrscheinlich auch schon tausendmal. Kann das sein? Ich werde jetzt keine Amerikaner nehmen. Von denen haben wir jetzt genug. Da haben wir wirklich gerade letztens wieder eine Linie gemacht. Die Lok hier, die ist so ein bisschen über... Ja, wie soll ich sagen? Überkapazität. Da ist das Wort wieder. Nein, das habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gesagt. Ich wusste früher schon nie, wie man das sagt. Überkapazipiert. Überkapazipiert. Ihr wisst, was ich meine. Hat eine zu hohe Kapazität, das Teil. Auf der anderen Seite haben wir noch nicht. Ist eine Cargo-Lok. Wisst ihr was? Wir nehmen die. Die ist doch cool. So, und sie funktioniert sogar. Ich muss mich hüten, dieses Wort mit der Kapazität da versuchen zu sagen. Mit Überdingens. Wenn es nicht geht, geht's nicht. was nehmen wir für Wagen? Wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Wir mischen den Zug ein bisschen, dass wir von allem ein bisschen haben. Denn er muss ja tatsächlich wirklich nichts transportieren. Was kriegt er hier sowieso nicht? Ich würde mal sagen, Werkzeug. Da stellen wir mal Werkzeug ein, dann wird er hier auch nichts klauen in dem Sinn. Und hier stellen wir ein Öl. So, mal zwei solche. Gerne noch so ein. Aber hier Rohöl. Okay, gucken weiter oben. Jetzt hätte ich gerne noch von denen welche. Da nehmen wir Stahl. Wird er auch keinen haben. Jetzt, wie lang sind wir? 126 Meter. Ist ein bisschen kurz hier, der Kollege. Wisst ihr was? Kann ich den noch ein bisschen länger machen? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 80 Meter. Ach du grüne Neune. Ah, und jetzt wird er nach vorne gezogen. Oh nein, wie doof ist das denn? Naja, gut. Okay, aber wir haben hier noch einen gewissen Bereich zusätzlich. Ah, den hätte ich größer bauen müssen. Das war jetzt eigentlich ein gröberer Fauxpas. Aber wisst ihr was? Wir machen das nochmal kurz. Nein, wir müssen hier nichts abreißen, wir machen es anders. Wir bauen ganz einfach den Bahnhof nochmal kurz hier ran. Bahnhof, 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 Güterbahnhof, da haben wir ihn. Jetzt muss ich schnell gucken, das waren zwei Gleise. Die Länge, ja, machen wir mal, ja, das sieht doch schon eher danach aus, nach dem, was ich wollte. Zusatzgleis kann man auch noch, aha. Das war das mit dem Gebäude. Ah, kriegen wir da nicht hin, wir müssen hier die Gleise noch ein bisschen verlängern, dann müsste es aber tatsächlich funktionieren. Also machen wir hier noch die Gleise ein bisschen länger. So, ein bisschen umständlich, ich gebe es zu. Ist das halbwegs gerade? Jawohl. Zack, okay, was haben wir denn hier jetzt für ein Problem? Ach, jetzt funktioniert natürlich die Linie nicht mehr, weil der Bahnhof fehlt. Ist soweit klar. Aber der kommt jetzt hier wieder ran. Ach, das funktioniert nicht wegen dem einen Gleis da. Okay, dann müssen wir dieses Gleis nochmal kurz kappen. Und schließen das nachher kurz an. Jetzt geht es wegen dem Gleis nicht. Come on. Kollision. Also ist irgendwie eine Kollision mit der Terre-Angleichung. Machen wir es anders. Zack. Ja, geht doch. Das müsste doch zu schaffen sein, dass wir jetzt hier irgendwie da hinten... Oh, ich muss ihn aber drehen, sonst kriegen wir da ein Problemchen mit der Straße. So, wenn man so machen... Ich hätte ihn, glaube ich, auch hier mit dem Menü eben drehen können. So, da müsste doch mit dem Gleis, müsste man da doch eigentlich wieder reinkommen. Oder sollen wir? Wenn wir jetzt eh neu bauen... Würde der nicht sogar besser aussehen, wenn der hier wäre? Dann ist er fast ein bisschen zu lang. Also das entfernte Feld ist eigentlich egal. Nee, das reicht nicht. Aber wenn wir ein bisschen kürzer machen, machen wir mal 160 Meter. Dann funktioniert das eigentlich relativ problemlos. Nee, aber ich
mache ihn so, wie wir ihn hatten. Weil irgendwie, aus irgendeinem Grund haben wir es so gemacht. Vielleicht passt ja der weniger lange hier ran. Ne, da haben wir auch ein Gleisproblem. Da machen wir das, was wir wollten. Diese Länge in dieser Entfernung. So, Moment. Zack. Jetzt mal gucken. Kollege Gleis. Jawohl. Und hier ebenso. Und schon funktioniert das. Jetzt brauche ich nur hier die Straße nochmal. Nein. Aha, nein. Welche nehmen wir? Nein, geht auch nicht. Das Problem hatten wir vorher schon. Nehmen wir mal die hier. Und schon klappt das Ganze. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das. Ja, warum habe ich das gemacht? Genau, wegen der Länge. Wir haben hier einen Zug drin, 126 Meter. Jetzt gucke ich nochmal schnell zur Sicherheit. Wir haben 240, also 240 Meter. Das heißt, wir können den Zug gerne noch ein, zwei Meter länger machen. Ich brauche das hier oben, damit ich sehe, was in dem Sinne noch fehlt an Wagen. Ja, kann man so gar nicht sagen. Es fehlt, im Prinzip fehlt nichts. Wir haben alles, aber wir machen mal noch so einen hin. So, gucken, 149 Meter. Ich würde gerne noch ein paar solche hier haben. 18. Ja, 18 ist die Kapazität. Das ist genau das Uninteressante daran, weil wir ja eben nichts transportieren. So, ein Wagen noch. Mal gucken, vielleicht noch so ein Zuckerwagen dahinter. Oh, ja, okay, Lebensmittel kann man, glaube ich, machen, weil das ist ein Bauernhof. Da würde ich jetzt nicht genau Getreide einstellen. So, haben wir dich. Moment. Jawohl, jetzt hängt er da zu hinterst. Gut, den hätten wir gerne zweimal. Linie zuweisen. Ikea Köln Güterzug. Aha, da haben wir ein Problemchen. Moment, aber irgendwie er fährt schon mal raus. Wir gucken gleich. Ich mache mal kurz Pause. Die Linie selber scheint zu funktionieren. Also da steht nichts von wegen, dass es nicht klappt. Ne, doch. Ach, was ist das denn? Ja, okay. Herr Heisenberg, man müsste dann jeweils, wenn man den Bahnhof abreißt, vielleicht nochmal eine Haltestelle dazu machen. Da hat das Spiel dann doch irgendwie recht. Da muss ich sagen, jo, okay. Gut, wir lassen laufen. Das war jetzt ein Problem. Das war relativ schnell behoben. So, schöne Lokomotive, gefällt mir. Sehr gut. Aha, nein, das ist ein Scherz. Nein, come on, Zug. Nein, es ist ja echt nicht zu glauben. Warum nehme ich denn immer, ich weiß auch nicht, instinktiv Wagen, die keine Textur haben? Hat der Rest eine Textur? Ich glaube, ja. Oh. So, er verschwindet. Du musst auch noch mal kurz rein. So, wunderbar. Jetzt seid ihr wieder drin. Und jetzt kommt der Wagen weg. Das ist eine relativ einfache Übung. Ich glaube, der Rest funktioniert. Linie zuweisen. So, die ganze Übung nochmal. Jetzt müsste es doch eigentlich klappen. So, immer noch eine schöne Lokomotive. Hat halt schlicht und einfach auch etwas von Modelleisenbahn. Weiß auch nicht warum. Ist es die Form? Kenne ich die Lokomotive irgendwie von der Modelleisenbahnanlage? Kann sein. Ah, sieht nett aus. So, jetzt bitte hinten nicht nochmal irgendwie so ein blaues Monster. Das muss nun beim besten Willen echt nicht sein. Wir werden natürlich auch noch einsteigen. Ganz klar. Aber ich würde sagen, den drehen wir und steigen bei dem ein. Dann kann der andere eigentlich schon mal in Ruhe dann rausfahren. Das heißt, er müsste hier ins Gleis rein. Das macht er gerade. Sobald er ein bisschen weiter gekommen ist, drehen wir den wieder. So, dass er da wieder in den Bahnhof reinfährt, damit wir das eben auch mal noch sehen. So, sobald er drehen kann, beziehungsweise dann da geradeaus kann. Zack, nämlich jetzt. Und dann macht er sich hier schon auf die Reise. Schön hier mit den anderen Güterzügen. Denke mal, diese weiteren Gleise, die schaden hier definitiv nicht. Also das ist doch ein schönes Gucken, wenn hier noch weitere Güterzüge unterwegs sind. Ich würde aber trotzdem nicht mehr als zwei Züge machen. Das müsste reichen für die Strecke. So, jetzt wollen wir aber noch einsteigen, weil wir wollen das dann noch sehen. Auch wenn wir dann hier natürlich rausdüsen. Und hier können wir und werden wir auch noch irgendwie was mit LKWs machen. Denn, ja, ist ja eigentlich klar, der IKEA da hinten in Köln, der ist ja auch für die LKWs. Also da kann man wunderbar eine LKW-Verbindung von hier noch zum IKEA machen. Dann haben wir sozusagen eine Verbindung nachher hin vom IKEA aus. Ja, via Zug und via Straße. Eigentlich eh wunderbar. Da oben waren sie noch Formationsflug. Ist ja nett. Ah, wobei, jetzt geht einer runter. Ich hoffe, er möchte das. Nein, jetzt gehen beide runter. Passt. Da hinten ist er dann wohl Kollege Flughafen. So, konnte der andere schon raus? Ich nehme mal an, ja. Das sind ja unsere Gleise. Heißt, wir haben ja keine Konkurrenzzüge drauf.
dann müsste der andere eigentlich freie Fahrt gehabt haben. Wir können, glaube ich, aber auch losdüsen. Nee, tatsächlich doch nicht. Okay, weil der andere sich noch auf die Strecke begibt. Ich guck mal ganz schnell. Wo ist er denn ungefähr? Da hinten. Irgendwann müsste der in Kürze das Signal passieren. Ja, hat er schon. Und dann können wir nämlich jetzt hier losdüsen. So, wahrscheinlich müssen wir dann in Köln vor dem Bahnhof noch ein Momentchen warten. Weil da ist der Schluss der Strecke ja doch relativ längere Zeit eingleisig. Ah, da wälzen sich wieder die Amerikaner durch die Landschaft. Cool, können wir gleich mal begleiten. Wir haben zwar eine fette Lokomotive, die macht 160 km, aber wir werden mit Sicherheit durch irgendeinen von den Wagen ausgebremst. Ich denke mal, irgendwo um die 120 rum werden wir machen und das reicht auch dicke für diesen Güterzug. Definitiv. So, können wir parallel mit dem hier mitfahren. Der fährt im Prinzip zum Güterbahnhof in Köln, den wir im Prinzip neben dem IKEA bald schon haben. Auch nicht schlecht. So haben wir immer ein bisschen Begleitung, wenn wir hier mal mitdüsen. Hier haben wir noch eine kleine dünne Wand spendiert bekommen, weil wir ein einzelnes Portal noch haben. Und hier geht es wieder ins Zweigleisige rein. Da haben wir wieder die Möglichkeit auszuweichen. Und ist doch auch mal nett. Mal Schienen ohne Oberleitungen, das haben wir eigentlich viel zu selten. Weil ich meistens, wenn ich eine Strecke baue, dann noch nicht weiß, was wir für eine Lokomotive nehmen. Und das Ganze dann nachrüsten ist halt immer relativ lästig. Und ja, auch fehleranfällig, je nachdem. Oh, hallo Toblerone. Und da links jetzt halt eben diese neue Stadt, die entstanden ist. Also die Stadt ist übertrieben, aber ja, stadtähnlich ist es definitiv. Jetzt müssen wir noch mal ein Momentchen warten, aber da vorne kommt der Kollege von unserer Linie schon. Und dann haben wir freie Fahrt und dann mal gucken, wie das aussieht, wenn wir da in den IKEA reinkommen. Also nicht in den IKEA selber natürlich, sondern links davon rein. Und wie gesagt, da kommen dann noch die LKWs dazu. Da müssen wir mal gucken, was wir hier an Straßen haben, die zu diesem Bauernhof da hinten führen. Und sonst werden wir halt etwas bauen. Also ich würde diese LKWs, wenn es geht, nicht unbedingt auf eine Autobahn schicken, sondern die dürfen gerne die Landstraße benutzen. So, Hallöchen Köln und Hallöchen, wie nennen wir das hier eigentlich, dieses neu gebaute Teil? Das muss doch auch irgendwie einen Namen haben. Wie heißt denn der, wo sind wir hier? Im Prinzip im Norden von Köln. Wenn unterhalb oder von unten gesehen bei der Map der Süden ist, dann sind wir im Norden. Also der nördlichste Stadtteil von Köln wäre das im Prinzip. Muss ich mal googeln oder ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Das wäre natürlich auch eine Idee. So, haben wir das gemacht. Jetzt möchte ich das mal nochmal von hier oben sehen, wie das aussieht. Wenn hier ein Zug drin steht. Ja, ist doch cool hier mit IKEA und Co. Ein Zug für IKEA im Prinzip. Dreh dich mal noch und düse los. Oh, kannst du hier wieder raus? Ja, das funktioniert, weil wir keine Weiche haben. So, ich denke, er lädt halt relativ lange. Ja, er hat natürlich nichts dabei, sieht man hier. Aber das muss ja auch geprüft werden, ob er eben was dabei hat. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt sage ich Tschüss und dann gehe ich schnell gucken, wo ist dieses Malwerkzeug? Damit wir das hier vielleicht noch ein bisschen bemalen können. Und vielleicht doch hier auch noch ein bisschen, dass das noch ein bisschen IKEA-iger wird. Das wäre mir noch ein Anliegen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann würde ich sagen wir mal Tschüss mit unserem neuen Güterzug. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich moin. Tschüss.